Landtagspräsidentin Verena Dunst und Peter Schlaffer haben für ihre besonderen Verdienste um die Gemeinde Moschendorf die Ehrenbürgerschaft verliehen bekommen. Verena Dunst bedankte sich in ihrer Rede für die Auszeichnung und meinte, dass es eine besondere Ehre ist, von der Heimatgemeinde zur Ehrenbürgerin gemacht zu werden. Ich glaube, wir werden beginnen. Bevor wir den offiziellen Teil beginnen, möchte ich zuerst einmal die Beileid aussprechen, der unserer Landtagspräsidentin. Ich glaube, wenn die Mutter noch am Leben wäre, die hätte es gerne gesehen. Und ich kann mir vorstellen, wenn Redo steht, dass sie so die eine oder andere Pointe auch zum Besten gegeben hat. Sie war ja nicht ein Kind von Traurigkeit, sondern ein sehr geselliger Mensch. Aber ja, das Schicksal, die Natur, Gott will es halt so haben und das müssen wir akzeptieren. Ja, werte Bevölkerung, liebe Gäste, ich darf Sie heute hier recht herzlich begrüßen zur Veranstaltung. Freut mich, dass unsere Nachbarbürgermeister gekommen sind, der Weber Johann aus Eberau und der Demmelwalker aus Bidein. Und dass wir auch früher schon ausgezeichnete Personen begrüßen dürfen. Den Herrn Balkovic, Michael Balkovic, ehemaliger Bezirkshauptmann und Ehrenbürger von Moschendorf. Und dann sei er Erich Ehrenringträger von Moschendorf. Die Veranstaltung, glaube ich, braucht man ja nicht erklären. Das ist klar, worum es heute geht. Der Anlass ist, wir zeichnen Personen aus, die eben für die Gemeinde und gewirkt haben und auch in der Gemeinde noch immer wirken. Zwei Personen, die eigentlich über die Politik, aber nicht nur in diesem Bereich für die Gemeinde etwas bewirken. Wenn Sie so manche wieder denken, naja, sehr klar, Politiker müssen es wieder auszeichnen. Sonst fällt Ihnen nichts ein. Der Ruf dieser Klientel ist ja nicht der beste. Aber vielleicht ein paar Gedanken auch zu diesem Klientel. Wollen wir es beleuchten, was da eigentlich wirklich auch menschlich dahinter steht und wie man das vielleicht auch betrachten kann. Zum Politiker wird man ja nicht geboren. Das macht man freiwillig. Und diese Freiwilligkeit ist auch so definiert, man lässt sie schimpfen, man lässt sie alles Mögliche gefallen, was ein normaler Mensch nicht tut. Und ja, man hat es eben freiwillig so. Er hat auch kein Wochenende. Ein Arbeiterangestellter geht nach Hause, lässt die Firma bis Montag ruhen und macht sich schöne Stunden. Politiker, Politikerin ist man, ob Wochenende, ob Feiertag, ist völlig wurscht. Man bleibt der Bürgermeister, man bleibt der Gemeinderat, bleibt in der hohen Funktion, so wie die Verena. Das bleibt, solange man drinnen ist, dem kann man einfach nicht entfliehen. Und wenn man so in die Bevölkerung hineinhört, dann hat jeder für ein Problem die richtige Lösung. Der sagt, so jetzt gemacht. Der Nachbar sagt, naja, ein bisschen was anderes. Der Dritte sagt, geh heraus, was denn zwar da für ein Blödsinn drin. Und der Vis-à-vis-Nachbar hat sowieso die Weisheit auf Pacht. Es muss so geschehen, wie er es meint. So, was tut man jetzt in der Politik da mittendrin? Für wen entscheidet man sich? Das ist ja nicht so einfach. Vor allem, wer hat Recht? Und diese Entscheidung nimmt halt der Politikerin oder dem Politiker niemand ab. Sie müssen entscheiden, egal wie sie ist. Und die Kunst, allen Recht zu tun, ist eben etwas, was einfach nicht geht. Irgendjemand fühlt sich immer benachteiligt. Ich glaube, das Wichtige daran ist halt, danach zu trachten, dass ein möglichst großer Bevölkerungsanteil als Nutznießer der Entscheidungen hervorgeht und auch der Belastungen, die muss man ja auch aussprechen. Das ist das Unangenehme. Und politisch tätig zu sein, ist ja nicht nur eine Sache, die mich als Person selber betrifft, sondern das geht ja oft sehr weit auch ins Familiäre hinein. Also an Personen, die ja, zwar mit dabei sind, aber einfach, weil sie eben dieses familiäre Verhältnis haben, da eben mitgenommen werden. Ob positiv oder negativ, das ist eben die Frage. Und so geht es jedem, vom kleinsten, wie man sagt, Gemeinderat bis hinauf zu den höchsten Führern.
Fiktion. Und da gibt es ja diese Biografie. Na, wollen wir es zuerst anders sagen. Und es gibt auch diese Meinung, dass jeder Politiker eben alles wegsteckt. Vorhin schon angedeutet, man kann nicht schimpfen, beleidigen, anschuldigen, anzeigen und. Viele Politiker sind hart, die stecken es weg. Aber nicht immer, glaube ich. Und da gibt es diese Dokumentation von Franz Josef Strauß, von dem polternden Ministerpräsidenten aus Bayern, der ja seine Sache in Bayern ganz gut gemacht hat. Aber dann hat er immer wieder so geglaubt, er muss in die Bundespolitik und hat dort eben mit seinen markigen Reden auch wollen weiterkommen. Nur das hat man in vielen Gebieten nicht akzeptiert. Und da gibt es dann so eine Passage, wo er so eine Rede hält, wo er ausgepfiffen wird, beschimpft wird und ich glaube sogar mit Eiern beworfen. Und dann erzählt seine Frau, als er nach Hause gekommen ist, hat er sich hingesetzt aufs Sofa und hat stundenlang geweint. Das war für ihn eine solche Enttäuschung, dass es fast nicht verkraftet hat. Also das, auch das ist Politik und das auch, dann zeigt sich es wieder, es reduziert sich alles nur aufs Menschliche, auch bei der Politik. Gut, lassen wir genug dieser philosophischen Betrachtung, kommen wir zu den heutigen Personen, deretwegen wir hier sind. Zu Verena und zum Peter. Vielleicht einen kurzen Lebensabriss. Beginnen möchte ich gleich mit dir, Verena. Bist ja hier aufgewachsen in Moschendorf, Volksschule besucht, Hauptschule in Güssing abgeschlossen, danach die HBLA in Oberwart besucht und dort maturiert, dann in der Pädagogischen Akademie die Ausbildung zur Hauptschullehrerin gemacht, 1985 glaube ich dann zum polytechnischen Lehrer. Da warst du lange Zeit in der Polytechnischen Schule in Güssing tätig, wo du dann auch Direktorin warst bis zum Schluss. Aber quirlig und energiereich, wie wir dich kennen, war das nicht genug. Du hast ein schneller Betätigungsfeld gesucht, wo es eben weitergeht, das war eben die Politik. Du bist auch Gemeinderätin gewesen, auch noch in der Großgemeinde Strehm. Ja. Dann nach der Gemeindetrennung hier in Moschendorf, wo du auch im Gemeindevorstand warst. Aber es ist halt immer weitergegangen. Dann wurdest du, glaube ich, Nationalrätin, dann hast du ein Landtagsmandat bekommen. Bitte, wenn ich das mit Jahreszahlen nicht unterspicke, ich glaube, das hat nicht viel Sinn, weil die merkt man sich sowieso. Aber dann hast du die Funktion einer Landesrätin bekommen für Familie, Jugend und Konsumentenschutz, danach für Dorferneuerung und Landwirtschaft und seit der letzten Landtagswahl bist du Landtagspräsidentin, die erste Frau im Burgenland, die mit dieser Funktion betraut wurde. Ich habe versucht, schlau zu machen, was ist mehr, Landtagspräsidentin oder Landeshauptmann? Ja, immer gedacht im Internet, das wird so schön beschrieben sein. Aber siehe da, da ist man sich auch nicht ganz sicher, wo es ist mehr, Landtagspräsidentin, weil die hat die Befugnisse, wo es vielleicht gar nicht dorthin kehren und der hat solche Befugnisse. Also ich habe es nicht klar recherchieren können. Aber sagen wir mal so, sie hat es wenigstens, zu den zwei obersten Positionen, die es gibt, eine davon erreicht. Wollen wir es so belassen. Ja, und wenn man so Funktion hat, dann kommen auch so Funktionen dazu, naja, könntest die nicht freiwillig gezwungen auch machen, nicht? Das ist einfach das Leben und sie hat ja nebenbei auch noch natürlich Parteifunktion und Bezirksfrauenvorsitzende. Dann war sie lange Zeit Landesfrauenvorsitzende bis zum letzten Jahr. Bezirksparteivorsitzende, sie ist natürlich im Landesparteivorstand, also da tut sich eines. Dann ist sie auch ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe, ja, da wird wahrscheinlich viel Arbeit haben und wenig Lohn, schätze ich einmal. Sozialbereich wird immer größer, die Dienste, die da verlangt werden, werden immer mehr und natürlich werden solche Organisationen größer, haben schon 211 Mitarbeiterinnen, das sehe ich da. Und sie unterstützt auch die burgenländische Gemeinschaft.
Ja, Moschendorf hier ist ja auch dabei gewesen, landesweit auch, und natürlich hat sie uns hier in Moschendorf auch unterstützt, als wir die Straßenbeleuchtungen auf LED umgerüstet haben. Bei der Friedhofserneuerung hat sie uns geholfen. Und Eltern-Kind-Zentren hat sie geholfen, aus der Taufe zu heben im Winterthal. Und das letzte Projekt ist sie sehr aktiv eben gewesen rund um Kellerstöckl, den Infopoint, das gemeinsame Projekt mit Ungarn. Und, ich glaube, das kennen wir alle mittendrin, die Bemühungen um den Uhudler, dass man den wieder ohne irgendwelche Repressalien sozusagen aussetzen, verkaufen und natürlich auch trinken kann. Ja. Ja, Sie sehen, ganz aktiv, da müssen wir denken, der Tag muss manchmal wahrscheinlich oder wird es öfter und fast zu kurz sein, was sich so im Leben einer Politikerin tut. Ja, und die zweite Person, die wir haben heute, das, ja, die kennen wir ja auch alle, den Peter Schlaffer, ist ja auch in unserer Mitte aufgewachsen und hat auch einen Gutteil seines Lebens der Politik gewidmet. Ich glaube, wenn ich das richtig habe, bist du schon mit. Aber du bist nicht sowieso gleich in die höheren Sphären gegangen. Du hast dich eigentlich dem Nahkampf mit dem Bürger unmittelbar gestellt als Bürgermeister. Das ist ja oft nicht so einfach, vor allem deswegen, wenn man da streitet, die Person sieht man nicht nur einmal im Jahr, sondern die sieht man halt oft jeden Tag. Ja? Und da immer ein schiefes Gesicht sehen, ist halt eine schwierige Angelegenheit. Das ist einfach so. Aber als Bürgermeister hat man einfach diese Funktion und man muss damit einfach klarkommen. Eben hier aufgewachsen, Kurzschule besucht, dann war er ja in Mattersburg im Priesterseminar, nicht? Vier Jahre, glaube ich, klingt das. Ja. Und hat dann im Gymnasium Lüssing maturiert. Ja, und was glaubst du, was hat er nach der Matura gemacht? Er hat sich dem Geld zugewandt. Hat bei der Reitha begonnen zu arbeiten, wo er ja heute noch tätig ist und die Filiale oder die Zweigstelle, ich weiß nicht, wie man es nennt, in Eberau leitet. Er ist ja auch sehr früh in die Politik gegangen, ich glaube, da warst 25 Jahre herum, ein bisschen Spur älter, ist Gemeinderat geworden, damals noch in der Großgemeinde Strehm und hat dann auch gleich den Vizebürgermeisterposten sozusagen bekommen, ja, das ist ja nicht ganz ohne in diesen jungen Jahren. Und nach der Gemeinde 1995 ist er eben bis 2012 Bürgermeister von Moschendorf gewesen. Und seine Devise war immer, na, da muss man was tun, ein Tollprojekt und und. Wir wissen ja, wie quirlig er in seinen jungen Jahren war, heute ist er ein bisschen zurückgezogener, sagen wir es einmal so. Und das Tun hat sich niedergeschlagen in Neugestaltung Kirchenplatz, Bau der Mehrzweckhalle, gemeinsame Projekte mit den angrenzenden Gemeinden Strehm, das Altstoffsammelzentrum, die Wassererlebniswelt mit Eberau. Und es ist auch etwas in seine Amtszeit gefallen, das war die Grundzusammenlegung, wo ich seine Einstellung sehr positiv gefunden habe, dass er von Gemeinde weg gesagt hat, sowas hat man alle 150 Jahre. Da kann man was machen, da muss man auch helfen von Gemeindeseite. Natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, Hochwasserschutz, Damm, dort hat er ja ganz schöne Schelte einstecken müssen, aber in der Zwischenzeit wird dieses Projekt sehr gut angenommen. Ja, was tut er nebenbei oder hat gemacht und macht noch immer? Er ist Obmann des Tennisclubs. Wer sich noch erinnern kann, früher war die Devise in jedem Ort ein Tennisplatz. Nur viele dieser Tennisplätze sind ja heute, heute würde man sagen, ein Graudocker. Die Vereine existieren nicht mehr, die Tennisplätze existieren nicht mehr, aber er hat es geschafft in seiner sportlichen Euphorie, dass er das aufrechterhält, spielt auch bei Meisterschaften mit, hat Spieler hier aus der Umgebung, die da mitmachen und ja, präsentiert auch Moschendorf immer wieder. Nicht zu vergessen natürlich
Ich glaube, die Weinidylle ist damals gegründet worden, der Naturpark. Und was ein großer Brocken eigentlich ist, ist der Kulturverein. Wenn man bedenkt, der hat so einen Umsatz wie ein kleines Gewerbeunternehmen. Und da versucht er das nebenbei neben seinem Beruf zu managen. Ja, ist nicht ohne, würde ich sagen, gut ab. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Meinungen, Ratschläge, Besserwissereien und was weiß ich, dass da halt unterkommen. Und du musst halt so schlichten und dich so durchschlängeln, dass da die Leute bleiben, dass sie was tun, dass dein Gesicht warst, dass ihr Gesicht warst. So wie eben überall bei solchen Vereinen, glaube ich, ist das wunderbar. Ja, wir sehen, solche Personen, wenn sie wo sind, im Hintergrund wird eben die Gemeinde sozusagen immer mittransportiert. Ja? So wie die Verena im ganzen Land unterwegs ist, naja, Verena, Waschendorf. Ja? So wie es bei allen anderen Firmen, so ist es auch in der Politik. Und wir sehen auch, viel Öffentlichkeit ist da dahinter, Öffentlichkeitsarbeit und oft sehr, sehr wenig Familie. Und glaube, da muss man den Familien auch Hochachtung zollen, dass sie das unterstützen, was die Personen gemacht haben und auch noch immer machen. Weil das ist ja nicht so einfach im menschlichen Bereich, wo man ständig irgendwie das Gefühl hat, ne, ich bin Zweiter, ich komme nicht immer nachher. Ja. Das muss man erst einmal, glaube ich, auch verkraften. Viele verkraften es wahrscheinlich nicht, aber die sind eher an diesen Positionen, die ich gerade genannt habe. Ja, damit bin ich eigentlich schon am Ende. Und da wünscht man was. Jetzt ist die Frage, was soll man solchen Personen wünschen, die eh oder so, die wahrscheinlich zufrieden sind. Ich weiß nicht, ob sie noch was anstreben. Was wünscht man denen? Und ich habe mir gedacht, das wirklich Wichtige, was man wünschen kann, ist Gesundheit. Denn aus dieser Gesundheit heraus können sie doch ihre Wünsche wahrscheinlich weiterentwickeln für die Zukunft, dass sie noch ein Betätigungsfeld haben wollen und auch nicht, das kommt darauf an. Und wie man so sagt, ohne Gesundheit ist alles nichts. Damit möchte ich schon schließen und euch gratulieren zu der Auszeichnung und euch die Urkunden überreichen. Ich möchte noch etwas sagen zu den Urkunden. Bitte, die sehen wir nicht. Die sind da drin verstaut, warum wir das so gemacht haben. Ich habe mir erzählen lassen von Kollegen. Also das mit großartigen Rahmen, das ist eigentlich nicht mehr Usus, weil dort gibt es dann Leute, die sagen, aber der Rahmen passt nicht zu der Einrichtung. Eigentlich will ich das gar nicht aufhängen. Ich habe schon andere Auszeichnungen, das lasse ich im Kasten. Und damit man da den Leuten nicht unfreiwillig etwas vorgibt, haben wir das, wie heißt das so schön, Urkundenrolle oder Claudia, wo ist? Urkundenrolle nennt man das. Und haben wir gedacht, wenn wir das so machen, damit sich dann jeder selber gestalten kann, wie es passt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Manfred einen wesentlich schöneren Rahmen machen kann, wie was wir gekauft hätten. Ja? Also das ist der Hintergrund, warum das heute eben so gehandhabt wird. Claudia, ist eh was drin? Naja, muss man ja schauen, was alles passiert in der Ecke. So, möchte gratulieren zu der Auszeichnung, dir alles Gute wünschen. Vielen Dank. Darf ich ein bisschen beim Check-in? Achso, wir werden es nicht kriegen. Aber ich bin nicht krank, brauchst keine Angst. Auch dir herzliche Gratulation und ja, wie du es eben handhaben willst. Alles Gute, du bist ein bisschen angeschlagen, habe ich gemerkt. Aber das ist halt so. Ich habe es vor 3 Tagen gehabt, ich war nicht gescheit rechnen. Herzliche Gratulation. Ich möchte mich natürlich recht herzlich bedanken bei den Gemeindeverantwortlichen für diese hohe Auszeichnung. Ehrenbürgerschaft ist ja die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde zu vergeben hat. Und das erfüllt mich natürlich mit Demut und Stolz. Natürlich gilt auch mein Dank meinen Weggefährten. Wenn ich hier meinen Vorgänger als Bürgermeister sitzen sehe, den Hofrat Michael Balkowitz,
So, wenn ich da zurückdenke, oder auch den Landtagsabgeordneten Walter Demmel, den wirklich auch eine schöne Zeit gehabt, oder den Weber Johann mit den anderen Gemeinden hier zusammenzuarbeiten. Wir haben sehr viele Projekte verwirklicht und umgesetzt. Wenn wir, und auch mit allen Gemeinderäten, die mit mir in meiner Amtszeit zusammengearbeitet haben, ein herzliches Dankeschön. Wenn ich mich so kurz zurückerinnere, ich habe alle großen Projekte um die Einstimmung beschlossen damals. Ich könnte mich nicht erinnern, wenn ich die wichtigen Projekte wie die Wasserlebniswelt oder auch der Bau der Veranstaltungshalle oder des Gemeindeamtes, aber auch die Aktivitäten im Wohnbau mit den Wohnungen, die wir gebaut haben beim Zollhaus oben, die wurden immer einstimmig beschlossen und das erfüllt mich natürlich mit Stolz und das ist natürlich auch eine Anerkennung. Mein Dank gilt natürlich auch meiner Frau, der Gabi, die gerade in der Bürgermeisterzeit, muss ich schon sagen, doch einige Entbehrungen hatte und auch der Philipp, weil er war damals doch klein und ich war doch wirklich öfters nicht zu Hause. Wenn man das Bürgermeisteramt ernst nimmt, dann ist man eben öfters nicht zu Hause und ich habe das damals ernst genommen. Es war eine sehr schöne Zeit, muss ich ehrlich sagen. Fast 20 Jahre an der Spitze, zuerst mit den 2,5 Jahren als Vizebürgermeister in der Großgemeinde Strehm und anschließend dann 17 Jahre als Bürgermeister in der Gemeinde Moschendorf. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, ich habe auch sehr gerne dann aufgehört. Weil ich glaube, wenn eine gewisse Zeit das Ganze ist, dann war das schön und man soll dann zurückblicken können und sagen, okay, wir haben viele Projekte verwirklicht. Und es war mir wirklich da immer ein Anliegen, viele Projekte zu verwirklichen und ich glaube schon, dass uns das gelungen ist. Nochmals ein herzliches Dankeschön für die hohe Auszeichnung. Danke. Gerne. Ja, Herr Bürgermeister, zunächst einmal auch von mir vielen herzlichen Dank an dich, an die Frau Vizebürgermeisterin, an den gesamten Gemeinderat für die Ehre, die uns beiden und auch mir eben zuteil geworden ist. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auch, dass sehr, sehr viele Menschen heute gekommen sind und darf Sie natürlich sehr herzlich begrüßen. Ja, ich denke, dass es natürlich schon etwas Besonderes ist, von seiner Heimatgemeinde ausgezeichnet zu werden. Ich habe in meinem langen politischen Leben sehr viele Auszeichnungen bekommen und trotzdem ist das heute etwas ganz Besonderes. Auch wenn ich gewohnt bin, auf verschiedener Ebene gearbeitet zu haben oder zu haben, von der Bundesebene im Parlament bis hin natürlich jetzt zur zweithöchsten, ich überlasse dem Landeshauptmann, das ist meine Interpretation, gerne den Vortritt, dann ist es auf alle Fälle trotzdem so, dass wir alle eine Heimat haben. Und der Herr Bürgermeister hat es vorher schon gesagt, es ist natürlich so, dass man seine Heimat, dort wo man wohnt, wo man seine Familie hat, seine Freunde, ein ganzes Dorf sozusagen, mit dem man gut ist, wo man die Menschen kennt, die Hintergründe kennt, wo man trauert, wenn wer gestorben ist, wo man sich freut, wenn jemand ein Kind bekommt, wo alles einfach viel, viel persönlicher ist, da ist man einfach wirklich zu Hause. Auch wenn ich vorher behaupten darf, in allen 171 Gemeinden schon gewesen zu sein und viel für die Gemeinden gemacht zu haben. Daheim ist daheim. Und natürlich bin ich auch dann immer sehr stolz, wenn ich darauf angesprochen werde, na, wo sind sie her? Und als Südburgenländerin und besonders natürlich als Binkertalerin und aus Moschendorf stammend, trage ich das so wie ein Schild von mir ganz stolz und selbstbewusst. Und ich denke, das tut uns allen auch gut, weil wir als Südburgenländer und auch als Moschendorf manchmal unser Tun und unser Wirken und unser ganz, ganz tolles Dorf ein bisschen zu bescheiden angehen. Und ich kann wirklich mich nur bedanken bei allen, mit denen ich jetzt seit Jahrzehnten in diesem Dorf zu Hause bin. Ich werde oft auch gefragt, na, fahren Sie jeden Tag hin und her? Sag ich, ja, das nehme ich gerne diese 15 Stunden auf mich, weil es was anderes im eigenen Haus schlafen zu gehen und aufzustehen und in der Früh wieder in die Landeshauptstadt zu fahren, als wie irgendwo zu übernächtigen. Abgesehen davon, dass unsere Töchter ja alle in der Nähe wohnen, eine in Eisenstadt, ein paar Meter vom Landhaus entfernt und die andere eine halbe Stunde in Wien. Und trotzdem fahre ich gerne nach Hause, nicht nur weil mein Mann natürlich hier wartet, sondern weil ich mich da einfach wohlfühle. Alles, was ich in meinem Leben erreichen habe können, habe ich genauso, und es gilt ja für den Peter wie für andere Ehrenbürger oder Ehrenringträger dieser Gemeinde, hart arbeiten müssen.
Und mir hat sehr imponiert, Herr Bürgermeister, was du am Beginn gesagt hast über Politiker und Politikerinnen und wie wir oft sehr schräg und sehr kritisch betrachtet werden, und da kann man natürlich sehr viel drüber reden. Ja, und das stimmt auch, nicht nur Strauß, sondern ich denke, Peter, du und ich werden auch schon die eine oder andere Stunde zu Hause verbracht haben, wo man sich schon fragt, warum tut man sich das an? Oder hätte man es sich nicht einfacher machen können? Also mir hätte in meinem Leben in den letzten Jahrzehnten wohl sehr viel Lebensqualität als Direktorin der Polytechnischen Schule in Güssing anheimfallen können. Immer eher für den härteren, für den aufwendigeren und für den langen Tag entschieden und für viele Herausforderungen. Aber ich denke, dass wir alle miteinander so organisiert sind, dass wir das machen, was wir gerne tun. Und wo wir engagiert sind, wofür wir brennen, wo wir was weiterbringen können. Und in dem Sinn, wenn ich einiges dazu beitragen konnte, um zum Abschluss zu kommen, für mein Dorf, für unser gemeinsames Moschendorf, dann habe ich das mit Freude und mit großem Herzblut getan. Vielen Dank nochmal für die Auszeichnung. Ich möchte aber auch in diesem Rahmen mich bedanken bei vielen Weggefährten und Weggefährtinnen, mit denen ich mich nicht nur politische Arbeit, sondern auch vor allem Freundschaft verbindet, aber natürlich auch bei meiner Familie insbesondere. Einfach haben sie nie gehabt mit mir. Weil du in der Öffentlichkeit bist, und für mich war das das ganze Burgenland und dieses. Und das war eher nicht immer zum Vorteil unserer Töchter, die immer sicher sehr viel mehr beäugt worden sind als andere, die es nicht einfach gehabt haben. Ich bin irrsinnig stolz auf beide, weil sie ihren Weg gemacht haben, eine gute Ausbildung, selbstständig und engagiert und vor allem mit einem großen sozialen Kompetenz. Ja, mein Mann ist es gewohnt. Und es gibt so manche böse Zungen im Land. Ich darf übrigens auch die Medienvertreter herzlich begrüßen. Danke, dass Sie da sind. Sie haben ja auch das schon gehört, und da sagt der eine oder andere, ist der wirklich noch verheiratet? Gibt's das? Ja, 39 Jahre, und mit mir kann man leicht verheiratet sein. Mein Mann ist froh darüber, dass ich nicht immer da bin, weil er hat die absolute Ruhe für seine Bauwerke. Freut sich, wenn ich am Abend wieder müde nach Hause komme, nicht mehr viel rede, und in der Früh bin ich sowieso am Morgenrufen und dann fahre ich wieder. Also mit mir kann man gut und lange verheiratet sein. Also auch vielen herzlichen Dank nochmal, Herr Bürgermeister, und danke an alle, mit denen ich in diesem schönen Dorf wohnen kann. Ja. Ja. Ja, dann gehen wir um schnell. Ne? Besser geht's nicht mehr. Das ist dann schon kitschig.